Und wie jedes Jahr darf er sich erst einmal so ein bisschen hier umschauen und ein bisschen warm laufen, während wir noch einmal auf seine Familie schauen. Dieser Alaba ist sicherlich einer der prominentesten Söhne noch des Arpeggio, die wir im Sport haben. Arpeggio-Blut, vielleicht gar nicht mehr allzu prominent, was so die jungen Nachkommen angeht, aber gerade mit Alaba, gerade auf Großvaterseite, wenn wir gleich über den aktuell erfolgreichsten Nachkommen von Alaba sprechen, immer noch aktuell, vor allen Dingen auch mit Philipp Schulze-Topoff, der ja mit einem Avantus 1,60 Meter springen aktuell geht, mit einer Johanna Beckmann, die mit AlphaJet DB auch in Stuttgart letztes Jahr beim Weltcup-Turnier mit dabei war. Alles das Nachkommen des Arpeggio und alles das auch Beweise, dass dieses A-Blut des Arpeggio über Akkord 2 und dann Power nach wie vor hochaktuell ist. Tja, dann eben Cassini Boy Junior, Mutter, Vater, Züchter ist Ottmar Eckermann, der ja diese Linie ganz besonders gepflegt hat, das Cassini 2-Blut da. Und dann die Großmutter, die Nena, beziehungsweise im Sport ja bekannt als Ninja. Die ist mit Marc Bettinger international über schwere Springen gegangen. Und das alleine schon der Nachweis der Sportlichkeit von Alaba. Dahinter steckt dann allerbestes Holsteiner Blut mit Caretino. Dann kommt es über Numero Uno, Libero, Harlot, Calendo, Ahorn, Z, Good Times, Nimmerdor nochmal, Caletto 1 im abfallenden Stamm. Alles das, die Familie. Und er spult das hier ganz easy, ganz abgeklärt, erst einmal alles ab. Ja, genauso wie wir ihn einfach im Parcours kennen. Es ist einer, der seine Aufgabe kennt. Es ist ein echter Arbeiter im Parcours, ein echter Kämpfer, der immer mit seiner gleichbleibenden, sehr sympathischen Art überzeugt. War er noch Vierter der Amateurmeisterschaften in Münster vor einigen Jahren gewesen. Und wie gesagt, Vermögen bei diesem Schimmel überhaupt keine Frage. Und ich glaube, bevor wir jetzt ihn noch einmal hier ein bisschen fliegen sehen, ganz kurz der Blick auf den aktuell erfolgreichsten Nachkommen des Alaba. Das ist nämlich Abu Chaka. Und den haben Sie mit Katrin Eckermann erst Westfalen-Champion werden sehen. Fünfjährig, 2022. Dann hat er Bronze gewonnen beim Bundeschampionat und war Finalist bei der WM in Lanaken mit Christopher Klesener und ist gerade unter dem Sattel von Sophie Hinners unterwegs. Abu Chaka. Ich glaube, alle Springsportfans und alle, die den Sport und diesen Hengst schon seit Jahren verfolgen, die wissen, dass das längst kein Geheimtipp ist, mehr ist dieser Alaba, der aber durch seine Sportlichkeit und seine sportlichen Einsätze vielleicht noch nicht das züchterische Renommee genießt, was ihm eigentlich gehören muss. Oder wie sehen Sie das, meine Damen und Herren? Ich denke, das war ein überzeugender Auftritt von Stefanie Reining und Alaba. Ich glaube, mit unserem Abschiedsapplaus wünschen wir Stefanie für diese Saison und auch für Alaba nochmal alles Gute. Suppenschuss, toller Eindruck, viel Spaß in 2024.